Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem neuen Video. Welchen Tag haben wir eigentlich, Bro? Ich wollte es euch am Anfang sagen, ich habe beim zweiten Tag, glaube ich, aufgehört. Wir sind heute, ja, wollten eigentlich früher stehen, wir sind ein bisschen früher aufgestanden. Wir haben es jetzt, glaube ich, 11 oder 11.30 Uhr oder so, wir waren aber schon ein bisschen länger wach. Der Freund neben mir putzt noch fleißig Zähne. Genau. Der Plan ist für heute, weil hier auf der Insel kommt man einfach echt nicht voran ohne Roller, deswegen holen wir uns gleich Roller. Fahren dann, also Jus und ich trainieren dann erstmal ein bisschen, weil wir können nicht Roller fahren. Dann fahren wir zu einem Angelshop. Die Jungs starten sich aus mit Angelgear und dann cruisen wir ein bisschen um die Insel und checken ein paar Stände aus, genau, und fischen die immer ab und sowas. Genau, ich nehme mich natürlich wieder mit. Wir sehen uns. Also Freunde, wie immer wunderschön aufgewacht. Das ist einfach eine geistkranke View. Ich werde niemals satt von diesem Blick. Wir haben gerade fast so, wir sind auf dem Weg zur Flut, glaube ich, weil die Sandbänke sind schon ein bisschen am Verschwinden. Was ist los? Digga, der Typ für Speedkarten. Genau, holen wir Roller und dann cruisen wir durch die Streets. Wir müssen halt erstmal ein bisschen trainieren. Dann cruisen wir durch die Streets und checken ein bisschen Kotau aus. Yeah, 160 from gasoline. Yes. And 150 for. Bike? Bike? Yeah. 10 more. 10 more? Yeah. 10 bro. Yeah, I did co-already. Yeah. Okay. Yeah. Hey, ist nicht witzig. Wir haben einen hohen Scooter gerade. Ich hab zu groß, oder so. Ja, aber ich hab gar kein Kleingeld mehr. Also, mein Freund, das ist unser Bike. A bissel ugly, aber es geht schon. Genau, die Jungs signen gerade noch. Gerade noch ihren Contract und dann cruisen wir los. Wir müssen noch 7-Eleven einkaufen, essen und dann fahren wir los zu Beaches. Also Freunde, ich melde mich jetzt noch mal schnell, wir sind ganz schön lang schon unterwegs. Wir haben alle Angelsachen einkaufen, wir waren essen und jetzt fahren wir an die Shark Bay. Ich zeig mal kurz die Jungs. Ferdi hier mit seiner Karre, Digga. Jus und meine. Kerstin sein ist da vorne. Und Andy ist da drüben. Also wir fahren in Shark Bay, da melde ich mich noch mal kurz bei euch. Wir tauchen alles ab und dann gehen wir fischen. Also Freunde, wir sind jetzt bei Shark Bay. Ich habe meine Unterwasserkamera dabei. Also wir gehen ans Wasser jetzt. Hier ist die Shark Bay. Zahlt wahrscheinlich eine Honig Eintritt. Aber ihr müsst überlegen, da gibt es fucking Sharks wahrscheinlich. Hier unten Sea Turtles. Also es könnte ziemlich nice werden, ich nehme mich natürlich mit. Hier ist Rocky Resort, da ist es zur Bar. Ist einfach so pretty überall, ich krieg einen Knacks. Bisschen hell, tut mir leid dafür, aber es ist gerade ein pretty. Ich wollte einfach schon mal schnell filmen, ohne dass ich einen Filter drauf machen muss. Wir gehen jetzt durch eine ganz süße Bar und wir gucken jetzt runter zum Strand. Ist ein bisschen abgezogen, natürlich 100 Bar zahlen. Aber scheiße, schaut euch mal den Strand an. Da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Geil, dann wir gehen jetzt da vorne zu den Rocks und probieren noch ein bisschen zu fischen. Und anscheinend kann man da draußen bei den Booten Shark sehen. Wir sind angekommen. Jungs, ey, wollt ihr vielleicht zu einem Restaurant sagen, ja. Selbstverständlich, Bro. Fuck, jetzt muss ich Loki ein bisschen kochen. Ich auch.
Ich schwöre, da war einer direkt. Ja, ich hab die AGB gesehen. Ja. Jetzt ist aber schon weg. Bruder, schau, er macht die Bremse und er zieht, Bro, und die ganze Zeit drehen, Bro. Ja, Jungs, ich weiß ja nicht, wie es geht. Oh, Scheiße. Also, Paddy, erster Wurf eiskalt in Paradise. Baby Grouper. Auf den Jig. Ja. Wahnsinn. Die Jungs von Krabben. Also, Paddy ist jetzt schon wieder mal erfolgreich gewesen. Wunderschön Grouper, ein bisschen groß. Also, behalten wir nicht. Meine Route liegt jetzt da draußen. Andy ist auch erfolgreich im Fischen. Leute, ihr werdet es nicht glauben. Wir haben gefischt. Jus hält gerade die Angel. Ihr werdet nicht glauben, was wir gefangen haben. Ich habe einen goddamn Hai gefangen. Doch immer noch, oder? Ja. Alter, einfach ein Hai, Digga. Ich habe einen fucking Hai gefangen, Jungs. Oh mein Gott, Bro. Also Jungs, das war jetzt nochmal crazy für uns, atemberaubend, endlich der geile Abschluss. Wir packen jetzt gerade zusammen und gehen noch ein bisschen scootern. Ich zeig euch nochmal die Bucht. Shark Bay High River, ist echt nice hier. Genau, das ist die Bucht. Und wir verpissen uns jetzt. Hey, wir gehen jetzt tatsächlich. Wir haben noch, ich hab schon einen Helm auf, nicht wundern, nicht erschrecken. Wir haben noch gar keine Ahnung, was wir machen. Wir gehen jetzt einfach ein bisschen Roller fahren. Hier ist ein bisschen scheiße, wir müssen den Berg jetzt runter. Aber dann cruisen wir einfach noch ein bisschen City abgucken, ob wir, beziehungsweise die Insel, gucken, ob wir noch einen neuen Strand finden, den wir noch betauchen, befischen wollen. Genau, ja, das machen wir jetzt. Schaut euch mal bitte die Häuser da oben an. Das ist einfach der absolute Wahnsinn, Digga, wie die hier wohnen. Beziehungsweise sind alles Hotels, glaube ich, aber es ist einfach crazy. Also Freunde, ich hoffe, ihr seht mich ganz gut. Es ist jetzt natürlich schon dunkel geworden. Wir haben nochmal beim 7-Eleven angehalten und die Jungs holen. Habt ihr nicht geholt? Doch. Okay. Genau, wir holen hier Sticky Rice und ich hole mir gleich so einen. Der ist einfach Rotti, das ist einfach ehrenlos, fett frittierte Pancakes. Ich glaube, ich hole auch einfach mal auf Stern Nutella Rotti oder soll ich Coconut echt oder Mango Rotti. Boah, das wäre crazy. Genau, ihr seht mich natürlich wieder beim Taste Test. Genau, bis gleich. Also. Zeig dein Pancake schnell. Zeig dein Pancake, Bro. Ja, okay, original genau dasselbe. Gib mich für noch Taste. Nein, alles gut, ich mach schon, Bro. Boah, ich will nicht, dass man alles sieht, Bro. Scheiße, sie hat nicht richtig geschnitten, Mann. Also, lass es schmecken, Bro. Ja. Also, Leon, ich krieg das hier vorsaufen, Bro, in deinem Revolution. Boah, schmeckt crazy. Komm, vorsaufen? Ja, Digga, ich krieg's nicht ab. Nimm mal den, du Tiddo. Nimm mal den, Bro, ja. Mm. Ja, schmeckt crazy. Ist gut. Schmeckt immer gut. Mhm. Ja, ist crazy. Das ist so gut. Mhm. Achso, ja, nochmal. In Thailand. Ja, schmeckt crazy, also wir lassen es schmecken. Also meine Damen und Herren, wir sind jetzt auf dem Weg zum Revolution. Zu den Damen und Herren. Fucking hell, Bro, die Scheiße geht da oben, Bro. Also Freunde, wir fahren zum Revolution in einem Taxi mal wieder. Wir packen jetzt auf eine Dschungelparty hoffentlich, ne? Hoffentlich. Und es soll crazy werden, ich nehme euch auf jeden Fall mit. Also Freunde, wir sind da. Wir haben so Tequila Buckets geholt, Bro. Bro, crazy, so billig. Okay, Andy, Paddy, erklärt kurz, was gerade abgeht, Bro. Ich fade in der Hose, Bro. Boah, dann mach. Ich fade in der Hose. Ich fade in der Hose. Ich fade in der Hose. Andy, geh mal zur Seite, Bro, geh mal zur Seite. Ey, Leute, ihr versteht dich. Der Dude ist so goddamn crazy faded. Ihr versteht das nicht. Das ist unnormal. Also, ich hab sowas noch nie gesehen. Ich hab Jus noch nie so gesehen. Ich schaffe alles, Bro. Zeig, Bro, zeig. Bro, er kann nicht stehen. Das ist unnormal. Chill's mal, Digga. Er sagt, chill's mal. Er sagt, er ist nicht mehr so betrunken, Bro. Er kann nicht mal stehen, Bro.